Das Fürstentum Monaco an der französischen Riviera der Côte d'Azur. Es ist der zweitkleinste Staat der Welt nach dem Vatikan und beherbergt knapp 40.000 Einwohner auf über 2 Quadratkilometer Fläche. Das angenehme Mittelmeerklima sorgt für mindestens 2.616 Sonnenstunden pro Jahr. Monaco und Monte Carlo gelten auch als das Mekka der Millionäre. Formel 1 und die gigantischen Yachten unterstreichen das Branding. Doch immer mehr setzt sich auch in Monaco das Thema Nachhaltigkeit durch. So kann man deutlich die Veränderungen im Straßenverkehr spüren. Mehr und mehr Elektrobusse sind unterwegs, E-Bike-Stationen an den markanten Plätzen und auch die Autos verändern sich im Zuge der grünen Verkehrspolitik. Rundum, Monaco kann auch grün. So ist auch der Plan für die Zukunft. Die Hotels ziehen dabei mit und setzen sichtbare und greifende Umweltprojekte sowie Energiesparkonzepte um. Unser Hotel hat bereits Zertifizierungen wie Planet 2021. Jeden Tag versuchen wir weiter zu optimieren, um unseren CO2-Abdruck zu verringern. Wir haben auf unserem Dach unseren Kräuter- und Gemüsegarten installiert und nutzen diesen auch in unserem Restaurant, produzieren somit unser eigenes Gemüse. Des Weiteren haben wir Konzepte zur Energiereduzierung installiert, wie LED-Lampen, Wassermengenoptimierung und einiges mehr. Wir sind also hier ständig unterwegs, um die Zukunft unseres Hotels weiterhin noch umweltfreundlicher und noch nachhaltiger zu gestalten. In den Restaurants achtet man zudem auf wichtige Zertifizierungen wie Good Fish. Wir sind mit dem Nobu-Restaurant ein gutes Beispiel für Restaurants in Monaco, die Zertifizierung Good Fish tragen. Das heißt, wir richten uns nach den Saisonzeiten für die Fischarten und servieren nur den Fisch, für den die Fangsaison auch in dem jeweiligen Zeitraum empfohlen wird. Wir tragen somit zum biologischen Gleichgewicht in unseren Meeren bei. The fish time is finished, so we follow all the seasonal fishing. Weitere zahlreiche Klima- und Nachhaltigkeitskonzepte finden ebenfalls ihren Platz im Fürstentum, wenn auch hier und da sogar auf den Dächern der Häuser. Mein grünes Konzept ist ganz einfach. Wir haben bemerkt, dass es in Monaco viel mehr Gärten braucht. So habe ich ein Konzept entwickelt, welches sich mit der Begrünung und Bepflanzung verschiedener Gebäude und Flächen beschäftigt. So sind bereits Gärten wie Kräutergärten oder Gemüsegärten auf zahlreichen Hotel- oder Firmendächern hier entstanden. In der Stadt gibt es Flächen wie diese, welche die Versorgung von frischem Gemüse und Obst beinhalten, für frische Luft sorgen und für Abwechslung aus dem Alltag. Ein großer Schritt in die grüne Zukunft. In Monaco habe ich mein grünes Gartenkonzept bereits etabliert und wir wachsen stetig. Nun wollen wir sogar andere Städte und Regionen davon überzeugen. Und surtout en hauteur de Monaco. Sogar im Formel-1-Bereich setzt man zukünftig neben dem Original auch auf die Zukunft von E-Mobilität. So findet nun auch jährlich die Formula E in Monaco statt. Der Monaco E-Prix, der ebenfalls Formel-1-Feeling auf die Straßen bringt, nur halt leiser und umweltschonender. Mit dem Wissen und dem Feeling im Rahmen dieser zukunftsorientierten Projekte in dem zauberhaften Fürstentum macht Sightseeing und Urlaub doch noch mehr Spaß und Sinn. I can be you need. I can be you need.